Moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Teil der Pokémon Wedlock Challenge zu Ultra und mit mir euren Nerd. Jo, es wird Zeit, dass wir dem jetzt mehr oder weniger mal die anderen Routen mal mit begegnen, bestreiten und dann mal dort nach dem Rechten sehen wollen. Ich habe jetzt mal mein Team ein bisschen mit angepasst. Ihr seht es ja schon längst. Ich habe jetzt quasi Michael mit reingenommen, weil ich denke mal, wenn wir schon hier ein Silber mit haben, was dann potenziell zu einem Seedraking werden kann. Ja, nehme ich halt einfach gerne mit. Und kleiner Funfact, währenddessen ich hier trainiert habe, was meine halt eben extrem lange mitgedauert hat, findest du nur Weibchen. Weibchen von vorn bis hinten, genau dann, wenn du nicht damit rechnest. Okay, ich konnte mich nicht an der vorbei sneaken. Aber wenigstens rennt die hier, wie ich das zum ersten Mal sehe, nicht direkt zu dir hin und spricht dich erst dann an. Das ist dann wenigstens mal eine kleine Erneuerung, muss ich sagen. Ja, haben sie schon mal wenigstens gut gemacht. Bis zur 6. Spielgeneration sind die Leute immer zu dir hingerannt. Ja, definitiv immer noch zu dir hingerannt. Und erst dann haben sie dich mal angesprochen. Gut, Klingklim. Was für ein Kack-Pokémon. Es wurde zwar in der 4. Spielgeneration mit eingeführt, die Vorentwicklung. So gesehen gab es ja schon Palim Palim in der 3. Spielgeneration. Was ich im Übrigen eine ganze Zeit lang nicht wusste. Und dieses Pokémon, das hat in der 4. Spielegeneration, ich glaube, nur bis, lass mich lügen, nur bis Level 11 irgendetwas mitgelernt. Und danach nichts mehr. Du konntest es dann nur bei maximaler Zuneigung, aber auch nur in der Nacht, dann weiterentwickeln zu einem Palim Palim. Ansonsten war das einfach nur Schrott. Und das könnte was werden. Zum Glück muss ich nicht damit mal so eine Single-Pokémon-Challenge machen. Ich glaube, ich werde dermaßen reinkotzen. Eieieiei. Okay, Wickel hin, Wickel her. Hier bist du zwar schief gewickelt, aber das blubbern wir erstmal so schön mit weg. Wenn ich mich noch dran erinnere, im Wickel bzw. Feuerwirbel der ersten Spielegeneration. Oh, furchtbar. Kann man sich gar nicht ausmalen. Gut, dort im Gras, dort wird wahrscheinlich wieder so ein Paragoni wieder mit sein. Maybe. Deswegen kann mir das erstmal mit gestohlen bleiben. Gut, Hallo City, also Hallo City Einkaufsviertel, also ja gut, generell können wir mal mit gestohlen bleiben und solange wir dann mehr oder weniger hier noch die Gelegenheit dazu haben, uns sofort hier komplett aufwendig zu heilen und immer wieder diese Animation mitzusehen, die eigentlich schon wieder langwierig ist, ja, wird es Zeit, dass wir nun endlich mal weitermachen. Ich möchte wissen, wie viele Routen es damit gibt, bevor wir dann in die nächste Cutscene geschmissen werden und wir dann wirklich nicht wissen, was wir eigentlich tun sollen. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass es nicht lange dauern wird. So, gut, was auch immer das da für ein Typ ist, keine Ahnung. Gut, das ist so ein kleiner Knirps. Da möchte ich mich jetzt so einen Kampf herausfordern. Der kann mir mal drin bleiben. Herrscher Stick nehme ich gerne mit. Da vorne ist auch noch ein. Ah, sieht nach dem Brenner aus. Gut, jetzt gehe ich erstmal hier lang. Oh, hier ist sogar noch ein schönes Item. Nice. Mage-Stück. Mm-hmm. Ich glaube, das ist so ein Item, was man verkaufen kann. Okay, du bist kein Trainer. Hier ist ein Hallo-Friedhof, wo Pokémon die letzte Ruhe finden. Ehemaligen Trainer besuchen sie dort. Ah, da gehen wir nochmal zum Friedhof. Zählt sogar als neue Route. Oh. Okay. Also, ich sehe schon hier die jeweiligen Trainer oder eher gesagt die ehemaligen Trainer, die ihren jeweiligen verstorbenen Pokémon die letzte Ehre erweisen. Indem sie dort einfach rumstehen und warten, dass du sie herausforderst. Naja, so. Enigma-Beere. Was hast du denn gleich nochmal für einen Effekt mitgehabt? War das so, dass ihr dann keine Beere hier zum Verschlüsseln? Vom Mage-Stück. Erst von großem Wert. Oh, hört sich schon erstmal gut an. Ah, fand es sehr effektiv. Ah, okay, verstehe. Das heißt. Ja, okay. Gut, Kraftschub. Weißt du was? Halt, Moment. Abnego kann doch schon mal hier Kraftschub mal mit erlernen. Warum eigentlich nicht? Da verlernen wir mal Tackle. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt. Und von daher so eine kleine Setup-Attacke kann man ruhig mal mit reinnehmen. Gegen den will ich erstmal nicht antreten. Ich will mich erstmal umsehen, wo dort irgendwas ist. Na gut, die macht man irgendwie Leibesübungen. E-Ball, okay, da habe ich zumindest noch ein Item, das möchte ich mir gerne krallen. Und wenn ich schon die Gelegenheit dazu mit habe,
Okay, das ist auch eine Trainerin. Will ich mal sehen, was ich dann hier eigentlich für ein Routenkarnevel bekomme. Gyro-Ball. Das Gyro-Ball, meine ich. Gut, das kann. Na, wunderbar. Hunter mit erlernen. Da gibt es wenigstens noch eine schöne Step-Attacke obendrauf. Hat zwar nur 5 AP. Aber hier kriegt man hin. So, das war die Spezialverteidigung des Zieles. Kann man so ein bisschen einnehmen, aber da der sowieso physisch angreift und da ich auch das Ganze jetzt nicht in irgendeiner Kombination sehe, dass ich hier Metallsound einsetze mit einer Genauigkeit von 85%, nur um dann mit irgendwelchen speziellen offensiven Attacken anzugreifen, sei es dann von Hunter selbst oder dann von Dark Nego. Halt aus. Der Gyro-Ball nehme ich gerne mit. Habe ich nichts dagegen einzuwenden. Irgendwie passt so diese, diese fröhliche Musik bei so einem Friedhof eigentlich mal überhaupt nicht. Aber ey, erstmal sehen. Oh, das gehört der Pokémon höchstpersönlich. Lass mich raten, es ist ein Menschen. Nein, ein Weibchen. Oh. Okay, jetzt müsste ich mal sehen. Mit wem müsste ich dich da jetzt paaren? Das wäre jetzt mit Krebskorn. Ja. Gut, ich meine, ich habe jetzt eh nur Blubber. Also, los geht's. Das Pokémon, was so gesehen, ja, der VM, da wir schlechthin war. Und alter Schwede, das hat immens viel Schaden gemacht. Gut, ist ja noch hier normal und wird dann später zu normal Wasser. Und ich habe ja noch hier das Schlauglas noch mit drauf. Ja, okay. Würde ich mal sagen, fangen wir erstmal das Pokémon mit ein. Bidiza. Muss ich mal überlegen, wer dann hier der Kosename für das Bidiza mit werden wird. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal mit erwähnt habe. Wenn nein, dann mache ich das jetzt. Ich werde hier keinerlei Abstriche machen, wenn ich jetzt hier ein Pokémon benenne, ob es halt eben dann hier ein Männchen oder Weibchen ist gegenüber der Person, die ich dann hier den Spitznamen mitgebe, weil dann jedes Mal ist ein Männchen oder Weibchen rauszusuchen, ziemlich ungünstig. Also hoffentlich wird das kein Fehler, wenn ich jetzt den Namen hiermit vergebe, das wird dann hier Error 404. Und dementsprechend wollen wir dich dann auch hier richtig schreiben. Error 404. Jetzt muss ich mal überlegen, in Pokémon Infinite Fusion, was für ein Pokémon warst du denn damit verkörpert worden? Will ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, das ist jetzt ein... Moment, hier wollte ich nicht hin. Ein Pärchen zu Peter. Error 404 und Peter. Gut, schauen wir uns mal Error 404 damit an. Na gut. Unkenntnis als Fähigkeit. Gut, das heißt, der Gegner kann sich so oft aufsetzen, wie er will. Interessiert mich dann in diesem Fall gar nicht. Kühnes Wesen. Sehr, sehr, sehr schlechtes Wesen. Aber okay. Nehme ich zur Kenntnis. Ich habe im Übrigen auch mal hier den EP-Teiler mal mit ausgeschaltet. Weil ich halt eben das hier während meines jeweiligen Trainings jetzt nur geringfügig brauche. Ich denke mal, hier schalte ich den erstmal wieder mit an, damit halt eben dann Error 404 so beiläufig mit hochtrainiert wird. Und dann muss ich einfach mal sehen, wie es so mit werden wird. Die Trainer, die kann ich eigentlich hier skippen. Die sind für mich rein optional. Von daher sind die für mich jetzt erstmal komplett uninteressant. Mal sehen, dann gehen wir doch mal hier mal geradeaus weiter. Und Cutscene. Es ist nicht vorbei. Ich möchte, dass ich zum Hotel gehe. Und Schwarzblende. Ernst? Und natürlich kommt ja schon die nächste Cutscene. Ja, ja, bla 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 bla. Interessiert mich überhaupt nicht. Achso, Mantax surfen. Warte mal, muss ich das jetzt mit tun? Weiß ich jetzt nicht so in der Form, was ich das mitmachen muss. Auf jeden Fall, da muss ich dann ja hin. Bevor ich mit der Ollen dann anspreche, mal sehen. So, willst du deine Gichtpunkte, Gewinnpunkte gegen Preise eintauschen? Oh, Gewinnpunkte, hallöchen du. Das, was du sonst nur in der Kampfzone mitbekommen hast. Na gut, was haben wir denn überhaupt so Feines? Ehrensaft, Hyperheiler, Top-Trank, HP+, Protein, Eisen, Top-Beleber. Wer um alles in der Welt? Zahlt, oder eher gesagt, hat den Willen, 48 Gewinnpunkte einzusammeln, um ein Sonderbonbon sich abzuholen. Komplette Verschwendung. Und... Oh, gut, hier kommen wir so ein paar Attacken mit Leer. Was haben wir denn so Feines?
Nasche, Vitalglocke, Elektronetz auf, Glockern, Fußkick, Klammergriff, rechte Hand, Schockwelle, Rückenzug, Sorgesam, Käferbiss, Übernahmeaufbereitung. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob hier diese jeweiligen Attacken jetzt ebenfalls durch den Randomizer mit modifiziert wurden oder auch nicht. Meine Frage, kann ich hier irgendetwas machen? Ich meine... Okay. Dann ist das Mantax einfach nur so da. Wahrscheinlich muss ich was mit der Eulen sprechen und dann sagen, hier, weiter mit Mantax. Und wenn du dann wieder so ein Auswahlmenü hast, wie ja oder nein, so wie es beim Festivalplaza ist, wobei ich dann eben zuvor noch rein zufälligerweise und versehentlich dort mit draufgegangen bin, wirst du immer wieder dazu verleitet, nur ja zu drücken, weil du niemals in den Genuss kommst, mal nein andrücken zu können. So, was hast du so Feines? Kannst du mal Wasser fest, halte dich einfach am nächsten Gufer fest, ich fische dich dann wieder an Land. Nein, war ein Scherz. Mantax eilt natürlich sofort zur Hilfe. Ah, okay. Oh, eine Höhle. Nice. Oh, nehme ich mit. Strandhöhle. Oh, dementsprechend komplett neue Route. Aber so wie es ausschaut, kann ich auch noch mit Surfer dort mit lang. Naja. Komm, was soll's. Vielleicht findet man noch ein schönes Pärchen für Michael. Und dann schauen wir mal nach. Vielleicht... Okay, ich wollte eigentlich jetzt den Gedanken sagen von, vielleicht kommt ja etwas mit der... Oh, Hallöchen an Sandern. Alola Sandern. Menschen, Weibchen, was bist du? Ein Weibchen, oh. Warte, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Alola Sandern, was für eine Typenkombination bist du hier? Was jetzt nur Eis oder schon Eisstahl? Auf jeden Fall eine, also Eis, ja, Schwächen gegenüber Gestein, Stahl, Kampf. Und wenn du jetzt noch Eis-Stahl bist, oh, boah. Boah, was mache ich denn mit dir? Vor allem, wie schwäche ich dich denn? Gut, ich meine, ich muss jetzt erstmal auswechseln. Ich gehe mal zu Dark. Ne, komm mit rein. Und werde jetzt erstmal mit dem Rucksack-Keep kommen, mal sehen, wie viel Schaden das mit verursacht. Geduld. Ja, okay, gut. Dann möchte ich erstmal ein bisschen Geduld ausüben. Dann werden wir auch mal ein bisschen Geduld ausüben, indem wir mal ein bisschen Sand hier reinschmeißen. Und ich denke, man steht euch nochmal auf den Sandwirbel. Ich meine, er hat jetzt sowieso gar keine Wirkung, aber ich muss erstmal diesen Angriff mit durchgehen lassen. Oder wenn ich jetzt auf Rucksack-Keep gehe, was für eine Prio hat dann eigentlich Geduld? Hat die eine höhere Prio als Rucksack-Keep? Ach ja, ich gehe nochmal auf Sandwirbel. Sicher, sicher. So, Sandwirbel to go. Und dann wollen wir mal sehen. Ich gehe mal von Rucksack-Keep, mal sehen. Ist jetzt nur Eis oder Eisstahl? Eisstahl, okay. Ein Iger. Nice. Ein Iger Geduld. Okay, na komm, ich schwäche jetzt ein bisschen mit der Rucksack-Keep und dann, ja, machen wir das Schiff klar. Geduld. Ah, kann ich ruhig mit einsetzen. Ich möchte dieses Alola Sandern gerne mit haben. Da muss ich mal sehen. Wer wollte denn eigentlich hier ein Alola Sandern sein? Ich muss mal deinen Namen wieder rausfinden. Ich glaube, ich müsste noch irgendwo in meinen dunkelsten Archiv-Ecken die... Okay, gut, der Rucksack-Keep hatte sogar eine höhere Prio. Nice. Was soll ich sagen? Genau. Mal mit herausfinden, ob ich da hier noch die Aufnahme mit habe für das Alola Sandern für Pokémon Sonne. Und dementsprechend, denke ich mal, wäre es sicher auch viel besser, wenn ich an dem dann nicht Pokémon Sonne als die Pokémon Challenge mitbringe mit einer Alola Sandern, wenn wir dann hier eine Alola Sandern bekommen können. Gut, ich gehe rein auf Fuchsukeep. Und dann machen wir hier das Schiff klar. Gut, der geht noch auf einmal einiger, deswegen... Obwohl, nee. Könnte sein, dass ich jetzt ja den High Crits des Todes hiermit verursache. Nö, gehen Bock, schmeiß mal Pokébälle. Wir haben ja noch mehr als genug davon. Rein damit! Und dann haben wir endlich mal ein volles Team. Das wird dann basisch. Sehr nice. Oh ja. Klasse, Mann. Sandern wurde gefangen. Oh, schön. Gut, jetzt muss ich mal gucken. Ja gut, das normale Sandama kenne ich ja schon bereits von den jeweiligen, sag schon, beim Training, dass er dort mehr oder weniger mit gekommen ist. Gut, ein Spitzname. Also ich weiß es echt nicht mehr, ob das hier genauestens dein Name war oder auch nicht. Oder ob es halt eben nur der Wunsch war, dass dieses Alola Sander dann somit heißen soll. Aber das ist dann in diesem Fall Yosora. In diesem Fall... Denke ich mal, lassen wir das einfach mal so bestehen, wie es mit ist. Ich guck mal kurz nach, dass ich mich auch jetzt nicht vertippt habe.
Nö, habe ich mich nicht vertippt. Dann Wunderbärchen. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Dann mache ich auch in diesem Fall Folgendes. Ich werde das erste Mal trainieren, bevor ich dann hier zu der Eulen mitgehe. Weiß nicht, ob es dann, was es sich einfach noch so ein nice to know von, hey, guck mal, ich erzähle dir irgendeinen Schwachsinn und dann verschwindet die ganze wieder. Oder ob es dann vielleicht doch noch zu irgendetwas mit werden wird. Okay, mal sehen. Aerofine 4 ist natürlich mit Peter B. Und Yosora mit Mikael. Oh, und bevor ich natürlich jetzt nicht vergessen sollte. Yosora, was ist denn eigentlich so deine Spezialität? Also mal sehen. Fähigkeit Schneemantel, doch schon Eisstahl. Neutrales Wesen, sanftes Wesen, Strandhöhle hat einen robusten Körper. Okay, sehr viel Geduld bringst du mit. Also auch sehr viel Defensive, sag ich mal. Pulverschnee ist schon mal eine gute Step-Attacke, auch wenn es speziell ist. Aber ich denke mal, das lassen wir es mal so mitstehen, wie es damit ist. Sehr nice. Gut. Ich denke mal, ich gehe jetzt noch ein bisschen mit trainieren. Dann wird das halt eben heute ein sehr kurzer Part werden. Aber okay, nimmst du mit. Und beim nächsten Mal machen wir hier bei der Eulen Schapage dort hinten weiter. Also bis dahin. Ciao.